Salzburg. Ja. Guten Morgen hier aus Salzburg. Ich bin gerade mit dem Zug aus München angefahren. Es ist 8 Uhr und kurz nach 8. Und es geht bei mir jetzt auf den Alpe-Adria-Radweg gen Süden. Ich bin sehr gespannt. Ich war hier nämlich auf diesem Radweg noch nie. Hier ist es schon mal wunderbar. Salzburg ist toll. Bin aber nur kurz durchgeradelt, weil gerade am Anfang will ich natürlich ein bisschen Strecke machen. Es ist kühl. Zum Teil sind die Straßen etwas vereist, aber nur ganz wenig. Was könnte es Besseres geben, als so einen Tag zu nutzen, um ans Mittelmeer zu radeln? Ein Standbild, wie wunderschön. Ein wunderbares Motiv noch dazu. Wieso kommt es dazu zu dem Standbild? Die GoPro hat anscheinend eine zu niedrige Betriebstemperatur gehabt, weshalb dann das Video stehen geblieben ist. Das ist mir, passiert mir im Winter öfter mit der GoPro und ist mir auch an dem Tag und am nächsten Tag noch ungefähr 20 Mal passiert. Ich habe dennoch Gott sei Dank einige schöne Videos machen können und vor allem hatte ich ja meine große Kamera auf dem Rücken, wie man da sieht. Und mit der habe ich viele Videos auch gemacht und vor allem Bilder. Und mein Handy hatte ich natürlich auch dabei, um ein paar Videos zu machen. Also ihr kommt nicht zu kurz, trotz dieses Defekts von der GoPro. Ich habe mich nicht weiter ärgern lassen, sondern bin schön weitergeradelt und habe die Landschaft genossen. Und es ist wirklich unfassbar schön gewesen. Das Licht ist einfach im Winter was ganz was anderes. Und selbst wenn hier noch nicht viel Schnee liegt, es ist einfach richtig schön gewesen. Genau. Was will ich jetzt noch sagen? Nix. Die Sonne scheint, mir geht's gut. Ich hoffe, ganz nett. Ich bin jetzt seit einer Stunde ungefähr aus Salzburg draußen und radel gemütlich vor mich hin. Gen Berge. Weiß jetzt nicht, wie die genau heißen, aber da muss ich auf jeden Fall durch. Nicht rüber, sondern durch. Und ja, läuft alles wunderbar. Das ist das erste Mal, dass ich diese Laufräder benutze seit dem Oman. Ich muss auch sagen, das Vorderradl habe ich aus meinem Radlkoffer jetzt erst rausgenommen. Ich Schwein. Wie kann ich denn mein Zeug nicht pflegen? Ja, ich weiß schon. Hätte ich mal auch schon davor machen können, aber es schnurrt dahin. Es ist einfach schön. Genau, funktioniert alles. Es ist jetzt wieder wärmer geworden. Vorher war es minus 2 Grad kalt. War schön. Jetzt habe ich meine Jacken schon aufgemacht. Nein, das ist mir jetzt zu warm. Genau, dann geht es jetzt weiter. Also dann. Nun. So, den ersten Pass bestanden. Ich sag's euch, es war gerade ein Wind, dass es mich von der Straße abgetrieben hat aufs Feld, von der Seite. Das war unfassbar, sowas habe ich noch nie erlebt. Geil. Jo. Dementsprechend langsam bin ich natürlich auch. Weil das ist natürlich Gegenwind. Der kommt aus Süden, das ist Südföhn, by the way. Super Zeit, um nach Süden zu fahren. Uhr 30 ist es jetzt. Ich bin ca. 50 Kilometer vor der Tauernschleuse. Es ist kalt, aber nicht so kalt. Und was mir ein bisschen fehlt, ist der Winter. Kein Schnee, aber raureif. St. Johann im Pongratz. Sieht ganz schön aus. Meine GoPro spinnt die ganze Zeit. Bricht immer die Videos ab. Also, naja. Die Qualität ist geil bei der GoPro. Die Zuverlässigkeit ist doch gleich.
Ja, Kreuzgratz. Meine GoPro hat den Geist aufgegeben. Also jetzt mal wieder mit dem Handy. Hier sind lauter krasse Murenabgänge. Glück, dass hier keine Häuser waren. Weil die Bäume, die es hier entwurzelt hat, wie wir hier sehen, die hätten durchaus mit Sicherheit ein Häuschen sein können, was abgerissen hat. Ja, genau. Also jetzt, ich muss jetzt mal wieder vorankommen. Das ist ja fürchterlich. Jetzt muss ich noch ein Bild machen. So, jetzt muss ich noch ein Bild machen. Und dann hoffe ich, ja, ja, es ist alles nicht so einfach. Das ist alles nicht so einfach, vor allem wenn man sich auf Sachen verlässt und die dann doch nicht funktionieren. Super. So, die Tauernschleuse kommt immer näher. Jetzt funktioniert die GoPro auf einmal wieder. Teufelszeug. Nee, funktioniert doch nicht. Ich raste aus. Gerade vorher habt ihr mir noch beim Jammern zuhören können, weil die Sonne nicht scheint und alles echt recht trist ist. Schon kommt die Sonne raus und erwärmt mein Herz. Nein, im Ernst hat da die letzten Tage die Sonne relativ viel geschienen und hat den ganzen Schnee in Regen und Matsch verwandelt, weshalb da auch die ganzen Muren abgegangen sind. Das schaut echt krass aus zum Teil. Links und rechts vom Weg alles voller Schlamm und rausgerissenen Bäumen. Richtig beeindruckend. Im negativen Sinne natürlich auch, weil da weiß ich nicht, ob da Leute auch zu Schaden gekommen sind. Ich nähere mich langsam Gastein, also Bad Gastein. Das ist am Ende des Gasteiner Tals und von dort gibt es dann eine Möglichkeit, mit dem Zug durch die Hohen Tauern zu fahren, rüber nach Kärnten, nach Malnitz. Und das ist Teil dieses Alpe Adria Radwegs. Fand ich erstmal ein bisschen komisch, mich in den Zug reinsetzen zu müssen, um Berge zu überqueren, weil eigentlich will ich ja immer rüber. Aber das wäre jetzt im Winter einfach nicht planbar gewesen. Somit, der Alpe Adria Radweg beinhaltet diese Tauernschleuse und somit eine Zugfahrt durch die Berge. Und da bewege ich mich jetzt hin. So, einen schönen guten Morgen hier aus Malnitz. Es ist 7 Uhr, ich gehe jetzt zum Frühstücken runter und dann bin ich durch den langen Schlaf und auch das Frühstück hoffentlich gut gestärkt. Ich habe jetzt von hier drei Varianten, wie ich weiterfahren könnte. Variante 1 ist, dass ich wieder durch die Schleuse zurück fahre nach Bad Gastein und von da wieder mit dem Radl zurück nach Salzburg. Das ist so die fadeste Variante, weil natürlich auch kein Schnee und kein Nix, aber auch die einfachste Variante. Sind ja nur irgendwas mit 100 Kilometer. Variante 2 ist, dass ich von hier runterfahre nach Villach und dann von da über einen Grenzübergang nach Italien und dann nach Udine, Triest, das sind 270 Kilometer. Da bräuchte ich natürlich sehr lang dafür. Das sind 2500 Höhenmeter und irgendwie 3,2 Höhenmeter runter. Das ist das, so wie ich es eigentlich geplant hatte. Allerdings hatte ich eigentlich auch geplant, dass ich nicht in Malnitz schlafe, sondern vielleicht, wenn überhaupt, da unten bei Villach oder so, also in 70 Kilometern erst. Variante 3, und die ist mir gerade sehr sympathisch irgendwie, ist auch Arbeit, sind 170 Kilometer, führt über Bruneck, also hier runter, von Malnitz runter, und dann über Bruneck nach Brixen. Und dann bin ich an der Hauptverkehrsader
Und da könnte ich mit dem Nahverkehrszug, wenn noch einer fährt, wenn ich nicht zu spät komme, könnte ich dann nach Sterzing bzw. nach auf dem Brenner hoch und dort in einen großen Zug einsteigen. Oder also so ein Nachtzug, so ein Überlandzug, so ein Inter, keine Ahnung, heißen die Intercity. Das wäre super angenehm, dann wäre ich nämlich heute Nacht irgendwann in München. Oder mit dem Nahverkehrszug, dann könnte es auch sein, dass ich heute Nacht irgendwann in München wäre. Genau, es wird halt dann einfach länger dauern. Ja, genau, ich geh jetzt essen. So, jetzt ist kurz nach 8. Und ich bin gerade aus Malnitz los. Das ist hier noch Malnitz. Ja, es muss hier richtig abgegangen sein die letzten Wochen. Mit Murenabgängen, Schneefall und so weiter und so fort. Das ist, das werde ich jetzt gleich noch sehen können, meinte meine Gastwirtin. Es sind teilweise ganze Wälder einfach nicht mehr da. Vor lauter Murenabgänge. Das ist schon krass. Aber so ist jetzt sehr schön. Gescheit gesalzen auf der Straße. Und rein in die Wolken. Das wird schön nass. Und die Scheibenbremse beginnt zu surren. Wegen sowas übrigens habe ich immer Licht an hinten. Immer. Und vorne. Es wird schon langsam wieder winterlicher. Ich fahre jetzt gerade nach Lienz. Und ja, gefällt mir so. Es ist aber recht warm. Es hat 2,9 Grad. Das ist ja irre. Dafür, dass gestern so arschkalt war, minus 5. Naja. Geile im Gebirge. Hinter jedem Eck lauert eine neue Felsformation. Ein Abstieg oder ein Aufstieg. Was ist das denn Geiles? Scheiße. Die Dolomiten sind einfach so pervers. Leck mich doch am Arsch.
Wahnsinn hier, die Aussicht. Mal abgesehen von diesem Industrieviertel hier und diesem ekelhaften Skilift. Ah, das ist doch der Hammer. Wow. Was man hier durch. Hammer. Richtig geil. Jetzt kommt auch noch Nebel. Was will man mehr? Wenn man im Winter radelt. Wenn man da radelt, dann will man nichts mehr. Unfassbar schön hier. Ist der Hammer. Also wirklich. Gehen wir noch ganz kurz zu diesem Berg mit. Ein paar LKWs sind auch wurscht. Wow, oder? Hammer! Die Dolomiten! So, jetzt ist es soweit. Ich bin da, in Bruneck bin ich und in 15 bis 20 Minuten steige ich in meinen Zug bzw. in den Schienenersatzverkehr bis zur Pflanzenfeste ein. Und jetzt gönne ich mir erstmal noch den ersten Käffchen hier und schaue mir dieses wunderbare Radl an. Oh, ich könnte immer wieder, ich freue mich immer so, wenn ich dieses Radl sehe. Genau. Und jetzt freue ich mich dann über meine Brioche mit Vanillecreme. Das wird fein. Bitte nehmt's mich mit. Bitte.